Der Faktencheck ist auch wichtig, damit wirklich klar wird, dass die Bahn AG, dass die Tunnelparteien zwar den Nordflügel abreißen können und mit Polizeigewalt Bäume fällen, aber der Faktencheck hat auch gezeigt, dass die Bahn AG immer noch keinen funktionierenden Fahrplan und kein funktionierendes Betriebskonzept für angeblich bestgeplanten Bahnhof der Welt hat. Das ist, glaube ich, in den letzten Wochen klar geworden, dank des Faktenchecks. Wir hatten jetzt gestern Faktenschlichtung und heute nochmal einen Faktencheck. Und ich versuche ganz kurz einen Rückblick zu geben. Verkehrstechnisch ist es klar, die verkehrstechnisch sinnvollere Alternative ist die schrittweise Weiterentwicklung unseres wahnsinnig guten Kopfbahnhofes, aber auch, und das ist gestern rausgekommen, Stuttgart 21 ist der gewalttätigste Eingriff in das ökologische Gleichgewicht dieser Stadt. Bei Stuttgart 21 werden nicht nur wertvolle Naturbiotope zerstört, werden wertvolle Baumbestände gefällt und wird das Mineralwasser gefährdet, sondern bei Stuttgart 21 wird auch die komplette Lebensqualität in dieser Stadt beeinträchtigt, weil daran gedacht ist, um den Immobilienspekulationen zuliebe, diesen Talkessel noch weiter zuzubauen und damit die Kaltluft und Frischluft hier in dieser gesamten Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger zu gefährden. Bei K21, dem Bahnhof mit Vernunft, beginnt die Zukunft heute. Denn bei K21 können wir auf der heute schon frei werdenden Fläche, da die nicht durch Logistikflächen belegt sind, heute den Bedarf, den wir im Wohnungsbau brauchen, sozialverträglich stillen und heute schon was gegen den beginnenden Klimawandel tun und nicht erst 10 Jahre lang warten, bis dann die Technik mal so weit ist, das Gelände mal frei ist und dann eine kleine grüne Insel irgendwo im Park zu schaffen, sondern bei K21 beginnt die Zukunft heute. Und an der Stelle, wo die bauen wollen, können wir dann immer noch, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Abstellbahnhof wirklich nach Untertürkheim verlegen wollen, komplett Park machen. Also es ist klar, auch bei K21 gibt es mehr Park, es ist das grünere Konzept als Stuttgart 21. Wir können uns das leisten, weil gerade die teuren Gleisflächen hier direkt hinter dem Bahnhof wieder an die Bahn AG zurückgehen und dafür viele Millionen, hunderte Millionen wieder Geld hier nach Stuttgart kommen für eine ökologische Entwicklung, die heute schon beginnen kann. Heute haben wir gelernt, was dieser Tunnelwahnsinnig wirklich bedeutet. Welche ingenieurtechnischen Verrenkungen die Tunnelparteien und die Bahn AG anstellen müssen, damit sie irgendwie die Risiken für das Mineralwasser, für Leib und Leben, aber auch für ihren Betrieb so klein halten können, dass es irgendwie noch funktioniert. Aber ein Risiko, und das steht heute auch schon fest, die Katastrophe können Sie natürlich trotz aller Millionen Investitionen in Beton- und Sicherungsmaßnahmen nicht ausschließen. Das funktioniert nur, wenn wir oben bleiben. Ja, in diesem Sinne, oben bleiben. Und auf jeden Fall, wir müssen weitermachen mit dem, wo wir die ganze Republik mit begeistert haben, mit dem friedlichen, bunten, massiven Widerstand hier auf der Straße. Denn das ist das, was nach dem Faktencheck notwendig sein wird, dass wir den Druck weiter erhöhen auf die Landesregierung, auf die Bahn AG, wirklich von diesem Wahnsinn, wo wir jeden Tag ein Scheibchen mehr Wahrheit mitkriegen, diesen Wahnsinn wirklich zu beenden, damit wir alle hier und die Zukunft Stuttgarts oben bleibt.